Yo Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Noch eine Information für euch heute. Ich bin zurzeit auch in den Loaded Notes investiert und die Loaded Notes haben morgen einen NFT Note Booster Sale, falls ihr euch dafür interessiert. Ich erkläre euch gleich, was hinter den Loaded Notes steckt. Kurz zum Booster Sale, der morgen stattfindet. Da gibt es unterschiedliche Raritäten-NFTs in der Raritätsstufe Rare, Epic und Legendary. Jeweils in drei verschiedenen Unterteilungen. Fee Reducer, Time Reducer, Reward, Boost. Das, wie gesagt, auf allen Stufen mit unterschiedlichen Prozenten. Das sind 2500 Stück und für 250 USD zu kaufen. Der Loaded Notes Coin, der LDN Coin, der ist über ein LMS, also Liquidity Management System, mittlerweile geregelt. Das heißt, der bleibt hier, wenn wir uns die letzten Tage anschauen, der bleibt jetzt mittlerweile stabil, so zwischen, ja, zwischen 1,70 und sogar mal kurz bis 1,90 hier gegangen. Das ist ein ähnliches System, wie man das von Horde zum Beispiel kennt. Ich zeige euch mal ganz kurz die Oberfläche. Also es läuft auf der Kronos Chain. Die Kronos Chain leidet ja momentan sehr. Also da sind die Tokenwerte oder der Kurs insgesamt hat sich relativ negativ entwickelt hier in der letzten Zeit. Aber ja, das geht eigentlich dem ganzen Kryptomarkt so. Und jetzt zurück zur App. Also wie gesagt, läuft auf Kronos. Man kann sich mit der MetaMask hier connecten. So, und dann gibt es hier den Bereich My Notes. Ich habe mir einfach nur zum Testen einen Sky Blue Note geholt. Und wir sehen auch hier im Dashboard, ich habe jetzt 3,44 LDN angesammelt. Es ist zwar noch eine Claim Tax von 20% hier drauf, aber ich claime heute trotzdem mal einfach, um zu testen. Also 3,44 LDN, das heißt hier 3,44 mal 1,78. Und ja, den Claim mache ich gleich. Es gibt hier neben dem Sky Blue das Purple Gem Note und Solity Note. Außerdem gibt es noch Note Partner. Dann gibt es hier das von den Crosh Notes, sind noch 2477 da, 0,7 LDN am Tag. Und hier ist der Preis 75 LDN. Also 75 mal 1,78. Hier ist auch immer angegeben, ROI nach 130 Tagen erreicht. Lifetime, also die haben eine Lifespan hier von 300 Tagen. Dass ihr einfach mal seht, was hat es hier mit den Products auf sich. Also die Details findet ihr hier unter Products, falls ihr euch interessiert. Also die sind begrenzt, wie viele Claim Tax, Reward Rates und so weiter. Hier 40 LDN habe ich bezahlt. Also das waren weniger als 80 Dollar. Hier das nächstgrößere kostet 60 LDN. Solity für 90 LDN. Und wir hatten ja gerade eben das Crosh Note schon gesehen. 150 Dollar. Und 0,7 LDN. Insgesamt sind jetzt über 1000 Notes hier kreiert worden. Es gibt noch 200 Tokenholder, also mehr als 200. Ja, Twitter und die Discord-Member-Zahlen sieht man hier auch noch. Mir ist schon klar, das Ganze ist schon so ein bisschen Ponzinomic-Style aufgebaut, so wie die ganzen Notes. Aber was halt einfach interessant ist, wenn ich mich hier noch ein bisschen umschaue, dann, also das White Paper ist gut gemacht, sehr ausführlich, verlinke ich euch auch unten, wenn ihr hier ein bisschen Research betreiben wollt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die möchten hier sich teilweise Richtung P2E, also Play-to-Earn Gaming, entwickeln, ein eigenes Game entwickeln und auch Anknüpfungspunkte sehen, wo der LDN-Coin mit integriert werden kann. Das Ganze ist hier mit Q4 2023 angekündigt. Ich bin mal gespannt, ob das Ding so lange durchhält und ja, vielleicht ist das auch einfach nur ein Marketingspruch hier. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das Ding so lange läuft. Ich bin jetzt natürlich erstmal gespannt, ob ich mein ROI erreichen kann mit meinem Sky Blue Note. Hier sind insgesamt 128 Active, Purple Gem gibt es 180, von den Solity 1060 und ja, man weiß dann schon ungefähr, wie viel Cash da ja reinkommt, wie viel rausgeht. Also wenn nicht genug neue Nodes kreiert werden, wird auch dieses Projekt irgendwann sterben. Es soll zwar auch noch ein AI-Bot mit integriert werden, also wenn man sich hier umguckt, was die alles machen wollen, da ist noch einiges angekündigt. Jetzt erstmal der NFT-Booster-Sale.
Aber in einem Bear Market haben es natürlich alle Projekte schwer. Und ich bin gespannt, ob sie das durchhalten, ob hier noch genug Leute nachkommen. Jetzt denke ich, es wird erstmal noch ein paar Monate laufen, aber die Frage ist halt, ja, erreiche ich mein ROI? Wie weit komme ich drüber? Und ich teste jetzt erstmal, wie gesagt, einen Claim. Ich muss natürlich die Claim-Tags mit einberechnen. Genau, so, jetzt claim ich. Ich möchte einfach zeigen oder selber für mich auch ausprobieren, ob das geht. 2,5 Crow Gas Fee bezahle ich jetzt und 3,44 LDN abzüglich der Tags. So, bin ich jetzt mal gespannt, was ich dann damit machen kann. Und ich swappe mir jetzt auch direkt die LDN gegen Crow. Gerade bekomme ich ja fast 98 oder fast 99 Crow dafür. Zuerst mal kurz noch approven, dass ich hier auf Crow Swap überhaupt diesen Tausch hier vornehmen kann. Kostet ja knapp 2 Cent. Und dann habe ich 98 Crow hier gleich in der Wallet. Also ihr seht, das sind irgendwie 5-6 Euro, die jetzt quasi hier reinkommen. So, das Ganze ist durch, genau. Jetzt swap ich noch. Und ich meine, ich habe ja auch nur knapp 80 Dollar bezahlt. Also ja, kostet immer ein bisschen Gas-Fee. Wie gesagt, das ist einfach so ein kleiner Test und es ging mir einfach schon öfters so, dass ich bei solchen Node-Geschichten einfach früh genug dran war. Das Projekt läuft seit Mitte Oktober, da war der Pre-Sale und jetzt ist Dezember und es ging mir schon öfters so, dass ich einfach früh genug dran war und immer über den ROI gekommen bin bei solchen Node-Projekten. Aber das heißt natürlich nicht, dass das jetzt, wenn man jetzt noch ganz frisch einsteigt, auch für alle so läuft. Ist es auch immer ein Risiko dabei, auch für mich. So, ich habe jetzt hier meine Crow Coins erhalten. Also es funktioniert, genau. Dann wisst ihr Bescheid. Morgen hier der NFT Booster Mint.